Wenn Sie nach Las Vegas kommen, dann kann ich Ihnen nur eins sagen. Wenn Sie jemanden treffen, der heißt Alfredo Castello, lassen Sie sich mit dem bitte nicht ein. Und zwar, auf der ersten Seite war ein Karo, auf der zweiten waren 6, auf der dritten 3 und auf der vierten waren 4 Karos. Also nochmal, 1, 6, 3 und 4. Mit dieser Karte hat... Bitte? 4. 4. Also, das ist jetzt aber peinlich. Hab ich mich verzaubert. Wissen Sie was? Ich habe eine Idee. Ich gebe es zu, ich habe mich verzaubert, Fehler gemacht, ist mir bisher noch nie passiert. Aber es sind 5. Ja. Wir machen es so. Ich erkläre Ihnen den Trick und dafür verraten Sie mich bitte nicht an die Konkurrenz. Also Sie haben es eben schon gesehen. 5, ja, wenn ich so halte, sind es 4, weil so 5 an, bei den 5. sieht man nicht, wenn man so hält, denkt man natürlich, es wären 6, weil so 5 angeordnet gibt es nicht. Ne? Wenn man es auf der anderen Seite sind es natürlich auch nicht 3 und 1, es sind tatsächlich nur 2. Wenn man es so hält, denkt man, es wäre einer, weil den zweiten sieht man nicht. Wenn man es so hält, denkt man natürlich 3, weil so 2 angeordnet gibt es nicht. Sie gehen einfach am Montag mal in irgendein Shoppingcenter, in ein Schuhgeschäft, kaufen Sie ein paar Schuhe. Wenn Sie dann zu Hause sind, schmeißen Sie die Schuhe erstmal weg, weil Sie brauchen nur den Karton. Die lachen, haben den Trick nicht verstanden. Da machen Sie dann 2 und 5 Karten drauf, ja, und zeigen den dann Ihren Freunden, Verwandten, Bekannten, wie auch immer. Ich gebe Ihnen nur einen Tipp als professioneller Zauberer. Machen Sie es nicht zu oft, weil irgendwann sagen die Leute, dann nimm doch mal die Hand weg. Dann sagen Sie natürlich spontan, wie Sie sind, die Hand kann man nicht wegnehmen, dann fällt die Karte runter. Aber irgendwann kommt der Punkt, da müssen Sie wirklich die Hand wegnehmen und dann muss der 6. Punkt da sein. Also ganz wichtige Geschichte. Ja? Auf der anderen Seite habe ich Ihnen ja erklärt, funktioniert es ja ähnlich. Wenn Sie da die Hand wegnehmen, müssen Sie auch tatsächlich der 2. Punkt weg sein. Und spätestens dann, meine Damen und Herren, wenn auf der dritten Seite 8 Punkte sind, dann weiß keiner mehr, wie es geht. Vielen Dank.